Hallo meine Damen und Herren. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Cooking Simulator, Alter. Beim letzten Mal ist es ja so gelaufen. Wir haben so ein bisschen die Fassung verloren. Vielleicht hier ein kurzer Rückblick für euch. Ich zünde jetzt hier ordentlich. Jetzt wird gezündet, Alter. Jetzt mache ich ja richtig Feuer. So, alles an. So. Habt ihr jetzt davon? Oh mein Gott! Ja, und ich dachte mir, das will ich jetzt trotzdem nicht hier aufgeben, was wir uns hier aufgearbeitet haben. Ich meine, ich bin bin ja quasi CEO der Allerultras GmbH. Ja, also GmbH. Und dementsprechend will ich natürlich, dass Lachs löbt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da müssen wir natürlich jetzt einfach mal schauen, dass wir hier den Scheiß einfach wieder in den Griff bekommen. Verstehst du das jetzt mal, wie ich das hier vermitteln will? Kommt die Information bei dir an? Und es gibt natürlich ein absolutes Geheimrezept, wie wir das jetzt hier wieder alles auf die Reihe bekommen. Und ich werde es euch natürlich gerne verraten. Ein Ei, eine Ibuprofen, 4 Zigaretten, ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst, ein Stuka-Verband im Angriff auf bolschewistische Panzer- und Truppenansammlungen. Und dann kommt Bier ins Spiel. Ja, ganz wichtige Geschichte. Kommen wir aber vielleicht später nochmal zu. Ansonsten würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier mal einen Feudel in der Hand. Und wischen hier mal ordentlich durch. So, oh, das war aber eine schnelle Drehung, du. So, ich habe hier so einen Wischmob. Den habe ich letztes Mal ja irgendwie schon für mich entdeckt. Sacre bleu! Garnier-Feststellung, ja. Ich hätte gern einen Staubsauger. Oh, Alter, da muss ich aufpassen. Dann lassen wir den hier doch nochmal liegen. Kann ich mir nicht einfach eine neue Küche kaufen? Weil hier hat es wirklich richtig gerumst. Ich muss mal den Herd ausmachen. So, wir haben noch einiges an Gaskartuschen übrig. Das finde ich auf jeden Fall super. Wir sind jetzt hier erstmal im Aufräummödus. Ich muss auf jeden Fall nochmal das Telefon in die Hand nehmen. Ich glaube, parallel hier jetzt einfach mal alles so repairen. Glücklicherweise sind es scheinbar auch wirklich nur die Türen, die im Ass sind. Da würde ich jetzt mal eben Handyman anrufen. At your service. So, jetzt ist irgendwie. Ah, ja, okay. Aber wenigstens hier mal ein Level-Upgrade. Ein Level-Upgrade, ja, ohne Gräten natürlich, ne, so, drei Fähigkeitspunkte verfügbar. Wir haben, wie gesagt, auch schon einiges entdeckt. Oh, dass die später anbrennen, das finde ich auch gut. Ich glaube, das ist quasi unser Jam. Wir gehen da jetzt einfach mal voll rein. Oh, mehr Zeit für Gerichte, warte mal. Die Servierzeit für Gerichte, die wird um 10%, 20% oder 40% verlängert. Da gönne ich jetzt mal richtig rein hier. Zack. Weil das ist wichtig. Das ist wichtig, Alter. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier auch mal ein bisschen jetzt natürlich noch vorankommen. Tag 10! Da muss jetzt auf jeden Fall mal der Lachs löppen. So, wir haben einiges vor. Da geht's weiter. Sehr schön. So, du kannst mit einigen Bestellungen für gegrilltes T-Bone Steak und gebackene rote Kartoffeln. In einer Stunde werden wir nun öffnen. Nutze die Zeit, um dich hier auf die Arbeit. Leute, macht mal einen Schuh. Mach mal halblang. So, das kostet. Wir haben keine Zeit, ne? Wir müssen jetzt noch ein bisschen investieren. Home Repair wird jetzt hier auf jeden Fall nochmal reinkommen. Hier sieht's halt nicht gut aus. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Oh ja, komm, mach jetzt. Mach jetzt bitte einfach. Mach es jetzt heile. Mach. Bitte. Der will aber nicht repaired werden, ne? Der will irgendwie nicht repaired werden. Habe ich kein Geld mehr vielleicht? Ist das Money aller? Ist das Money aller? Aber wir haben einen Ofen. Wir müssen uns jetzt hier wieder langsam zurückkämpfen. Nimm mal das Telefon aus der Hand. So, ich muss jetzt hier mal reingucken. Wir haben nur noch 20 Kronen. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Wir müssen jetzt wirklich Geld machen. Also, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier alle Utensilien, die wir irgendwie gebrauchen können, irgendwie wieder zusammenfinden. Hier sieht das erstmal auch noch ganz gut aus. Ich meine, klar, rein optisch macht das alles jetzt hier nichts her. Das sieht widerlich aus. Das sollten wir nicht nochmal benutzen. Die Frage ist natürlich, kann ich jetzt hier dann nochmal was einkaufen? Boah, oder eine Zitronentorte? Zitronentorte will ich auf jeden Fall machen, Alter. Lass mich mal backe Kuchen. Was ist das hier? Schmelzkartoffeln? Sieht aus wie Banane. Banane, Zitrone, an der Ecke steht ein Mann. Lachs mit Spargel. Yo, gönn Lachs. Wir kaufen hier einfach alles ein, was wir gebrauchen können. Sag hier das auch nochmal. Entenbouillon. Entenbouillon. Ich bin jetzt nochmal zum Deko-Manager, weil mir mitgeteilt wurde, wir sind hier natürlich in der Lage. Installieren wir doch mal das. Ich will jetzt hier gerne schließen. Zack.
trotzdem alles dreckig, ne? Wir haben Zitronensaft reingeschaltet. Ich krieg die ganze Zeit von dem Typen da oben irgendwelche Nachrichten, die mich nicht interessieren. Hör doch auf, es ist... Man sieht's, es ist Obst. Ich habe nur 20 Dollar. Wie soll ich denn theoretisch gesehen... Kann man hier irgendwo einen Kredit aufnehmen? Ich brauche einen Kredit, ne? Alter, hör auf, mich voll zu labern da oben. Blub, 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 blub. Bist du fertig? Wir haben Chiliflocken freigeschaltet. Für jedes Rezept kriege ich jetzt hier die Zutaten in die Fresse, ne? Danke, Alter. Endlich bist du fertig. Gut, dann würde ich sagen, wir suchen uns nochmal eben ein Messer hier vom Boden. Attacke die, Alter. Sehr gut, das liegt da schon mal bereit. Ein Brettchen brauche ich noch, ne? Ein Schneidebrettchen. Oh, wir können auch hier arbeiten, aber ich finde... Oh, lol. Oh, da ist einer runtergefallen. Warte mal, zweites Messer, falls das andere irgendwie stumpf wird, ne? Man weiß ja nie. Eieiei. Einen Topf sollten wir uns noch bereithalten. Ansonsten vielleicht noch... Oha. Der zweite Topf, vielleicht nochmal auf die andere Side of Life. Was hatten wir hier noch? So, 3, 2, 1. Wir haben unsere Pforten geöffnet. Die ersten Gäste sollten kurz eintreffen. Wir sind also ready. Wir haben zwar einfach die dreckigste Küche Europas. Oh, Zitronentorte! Ja! Ja! Wir dürfen Zitronentorte machen. Geil, gleich am Anfang. Gib mal eine Torte jetzt. Ey! Oh, Mann, ey. Scheiß neuer Müll hier. So, Kacke. Wo finde ich denn hier eine Torte? Torte. 18? Maschallah. Was mache ich denn jetzt, wenn ich keine Kohle habe? So, Kokosmilch und sowas brauche ich auch noch alles. So, 40 Sekunden lang backen, zur Küchenmaschine hinzufügen. Kokosmilch, bla 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 bla. So, okay, wir werden das jetzt hier mal in den Ofen tun. Ach, wir brauchen hier so ein Ding. Ein Ei. Pack doch mal rauf da. Wieso packt das nicht rauf? Nee. Hä? Da steht doch Backen. Und wenn ich das jetzt hier rauf tue, der will das nicht. Okay, geht so auch. Okay, ja. So, schmeißen wir gleich an. Ich muss jetzt mal eben wissen, wie machen wir es mit der Kokosmilch, dem Honig und dem braunen Zucker. Weil da müssen wir jetzt einkaufen. Wie läuft das jetzt? Wenn wir kein Geld mehr haben, können wir das nicht leisten, ne? Oh, nee. Oh, nee. Doch. Wir müssen uns eigentlich jetzt aus dem ganzen Krempel, der hier rumliegt, irgendwie eine Zitronentorte machen. Mission Impossible wird jetzt gestartet. Wir sind gerade in Akte Zitronentorte eingestiegen. Welcome to Pimp My Torte, Allah. Kenne ich irgendwie aus einem anderen Format, aber naja. Gut, ich sag mal so, hier ist noch Zitrone. Geil. Aber wir nehmen die Zitrone an. Ich weiß nicht, was da noch gerade drin gelandet ist. Hallo. Ey. Oh, Mann, ey. Was ist das? Kartoffel, rote Kartoffel. Sieht eh aus wie eine Zwiebel. Ich würde das jetzt nicht so eng sehen. Wir brauchen Flüssigkeiten. Ich würde jetzt pauschal da einfach mal ein bisschen Wasser nehmen. Oh, ist das kompliziert. Wie komme ich jetzt an Wasser? Ich meine, wir sind Sternekoch. Da liegt unser Stern. Einen Stern, der meine Namen trägt. So, jetzt hier das Wasser rein. Ich würde das jetzt einfach so machen. Ich würde das jetzt einfach mit einem Kürbis kompensieren. Ich mache das jetzt nur wirklich, weil ich kein Geld habe. Nicht, dass ihr wieder schreibt, Kalle, mach ich mal anständig. Was haben wir eigentlich hier noch so fabriziert? Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Ein Steak können wir da eigentlich auch noch mit reinhauen. Das gibt auch noch mal ein bisschen gesunde Farbe. Das liegt da ja auch erst ein paar Wochen. Guck mal! Guck mal! Meiner Meinung nach, gar nicht mehr so schlecht. Ich merke gerade, ich habe eine halbe Stunde schon die Scheiße im Ofen. Nein! Ach, du Schande. Mein Kuchen. Mein schöner, leckerer Kuchen. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Eieiei. Ist jetzt eher orange, aber ich meine, das Auge ist ja mit. Und ich würde sagen, so eine Steaksuppe in so einen Kuchen, das muss man erstmal ausprobieren, Alter. Könnt ihr ja gerne mal nachkochen. Ich hätte auch noch den 1 Milliliter Hühnerbouillon als Topping reinmachen können. Ja, gut, dann nicht, ey. Banane, Zitrone, an der Ecke steht ein Mann. Banane, Zitrone, schau mir meine Korde an. Banane, Zitrone, schau dir mal die Torte an. Lala, 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 la. 200 Milliliter wollen sie eigentlich nur drin haben. Aber ist egal. Komm, wir nehmen jetzt hier alles, was wir hier finden können. Und dann haben wir wieder das ähnliche Produkt wie eben rausbekommen. Nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, Kalle Kuschitzki. Nein! Scheiße! Gut, dann ab dafür. Augen zu und durch. Der Gast bezahlt 122 für Müll? Ich nehme die Fab-Rolle an. I mean it like I say it. Also wirklich, wenn ihr noch einmal an meinen Kochkünsten zweifelt, dann reiße ich euch aber wirklich mal den Ass auf. I mean it like I say it. Gut, dann Flüssigkeiten. Hühnerbouillon, gib her. 700 Milliliter brauchen wir von dem guten Stoff.
Bisschen viel, ist okay. Dann haben wir Tomaten, 960 Gramm und 120 Gramm Zwiebeln. 4, 5, 6, 7, 8 und 120 Gramm Zwiebeln. Dann vorsichtig abstellen. Tomato, Tomato, lecker, lecker, lecker Tomato Soup, yeah. So, und dann unbewegen und Attack. Oh, das sieht jetzt eine schöne, rote, volle Farbe. Jetzt hier nochmal alles durchrühren. So, und dann weg damit. Wir haben jetzt 1,6 Liter Suppe. Das bedeutet, sollte jetzt nochmal jemand eine Tomatensuppe bestellen, haben wir welche über. Da muss man auch mal in die Zukunft denken. Wenn da jetzt in 2-3 Monaten jemand eine Tomatensuppe bestellt, dann haben wir die. Und die wird natürlich auch aufbewahrt. Das ist ja ganz klar. Ja. Bisschen viel, aber ich meine, wir sind da auch gerne spendabel. Auf die mittlere Schiene und gib Geld. Baby, das sieht gut aus. Da haben wir wieder ordentlich Ruhmpunkte geerntet. Wir haben die Sahne vergessen. Ah, shit. Komm, gib mir mal noch eine Bestellung. Ich bin gut drauf. Gegrilltes Teebohnensteak und gebackene rote Kartoffeln. So, jetzt hier mal schön drüber. Ein bisschen zu viel, kein Problem. Das verkocht sich. Und dann auf jeder Seite 70 Sekunden lang grillen. Rote Kartoffeln auf meine Tablet. Würzen mit Salz. Okay. Schneiden Zwiebeln in Stückchen. Gut. Boah, da tränen immer meine Augen, ne? Oh. Das ist perfekt. 60 Sekunden. Rein damit. So. Zack. Hey! Was soll das? So. Oh! Jedes Mal. Also, ich muss jetzt mal nach aktuellen Ergebnissen auch einfach mal mir... Oh, scheiße. Mir selber eingestehen... Meine Küche sieht zwar aus wie Müll, aber das hier ist ein ganz feiner Kerl. Da kann man sich auch mal auf die eigene Schulter klopfen. Guck mal hier, wie die Kartoffeln und der ganze Bums da alles drauf landet. Ah, Baby. Ist jetzt nicht so gut serviert, weil es falsch rum ist, aber ich würde sagen, dass... Wir sammeln das alles schnell auf, kein Problem hier. Ich würde mal sagen, die 3-Sekunden-Regel ist mittlerweile auch eine Lüge, ne? So, alles klar, da ist doch jetzt alles dran. Boom, Junge! Guck mal diese Brust, boom! Ja, Lakshu, Alter! So, dann würde ich sagen, Reinigungsphase überspringen. Machen wir beim nächsten Mal, ne? Hier ist auf jeden Fall wieder ordentlich Zunder drin, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, Meisterkoch Kalle hat sich den 2. Stern auf jeden Fall dann in Zukunft auch mal verdient. Abonniert mal gerne den Kanal, das würde mich auch freuen, bin ich ehrlich. Also, schaut gerne wieder beim nächsten Mal rein und gebt dem Video Dingsbums hier. Und dann geht's wieder los, ne? Haut rein. Tschüss.